Bereits am 4. Mai 1994 stimmten 378 von 518 Mitgliedern des Europäischen Parlaments für den Beitritt Österreichs zur EU. Dem Avis conforme des Parlaments folgte am 6. Mai 1994 die endgültige Stellungnahme der Kommission. Avis definitiv. Im Rat erfolgte daraufhin am 15. Mai 1994 die einstimmige Entscheidung, dem österreichischen Beitrittsansuchen stattzugeben. Da der Beitritt Österreichs zur EU verfassungsrechtliche Änderungen nach sich zog, musste die österreichische Regierung gemäß Artikel 44 Absatz 3 Bundesverfassungsgesetz durch das österreichische Volk zur Verfassungsänderung bevollmächtigt werden. Dies geschah durch die am 12. Juni 1994 erfolgte Volksabstimmung über das Beitritts-BVG. Dieses Bundesverfassungsgesetz wurde am 5. Mai 1994 vom österreichischen Nationalrat verabschiedet. Die Abstimmung ging am 12. Juni 1994 mit 66,58% bei einer Wahlbeteiligung von 88% für Europa aus. Im Vorfeld zu diesen Wahlen betrieb die Bundesregierung Werbung für Österreichs Mitgliedschaft in der EU, und zwar unter Hinweis, dass die EU den österreichischen Haushalten einen Gewinn von 1.000 Schilling bringen würde und etwa der Schlagobers billiger werde. Somit war die österreichische Regierung bevollmächtigt, den Staatsvertrag ist gleich Beitrittsvertrag mit den Mitgliedstaaten der Union am 24. Juni 1994 in Korfu zu unterzeichnen. Neben Bundeskanzler Franz Vranitzky und Außenminister Alois Mock unterzeichneten Sektionschef Ulrich Stacher und Botschafter Manfred Scheich den Vertrag. Am 11. November 1994 erfolgte die Ratifikation des Beitrittsvertrages durch den österreichischen Nationalrat, und am 24. November 1994 hinterlegte Bundespräsident Thomas Kestil die Ratifikationsurkunde bei der italienischen Regierung. Am 1. Jänner 1995 trat der Vertrag in Kraft. Dann kam die Volksabstimmung mit einer Sensationsmehrheit, Zweidrittelmehrheit. Das hat niemand erwartet. Jeder hat geglaubt, das wird sehr knapp werden. Und durch diesen österreichischen überragenden Sieg bei der Volksabstimmung sind ja überhaupt erst die anderen wach geworden und haben es auch geschafft. Also die Schweden sind dann, glaube ich, mit 55% oder mit 58% und die Finnen viel noch knapper drüber gekommen, und die Norweger haben sie ja sogar abgelehnt. Also daher, wenn wir nicht so vorgelegt hätten, bin ich überzeugt, dass die Skandinavier viel größere Probleme gehabt haben. Es war ja das Gefühl, das man halt hat, wenn man etwas erreicht hat, wo man im Voraus nicht sicher sein konnte, dass man es auch erreichen würde. Und es ist dann der berühmte Stein vom Herzen gefallen, weil es war ja nicht nur der Alpentransitvertrag, sondern es waren ja auch einige andere Themen, etwa in der Landwirtschaft oder bei bestimmten Regelungen über den Grundstücksverkehr. Und da haben ja dann viele Freunde aus Europa mitgeholfen. Also die Deutschen haben mitgeholfen. Die Belgier, also der belgische Außenminister, hat sehr eifrig mitgeholfen, muss ich sagen. Und natürlich auch die Geschlossenheit unseres Verhandlungsteams war auch etwas, wo man sehr froh und zufrieden sein konnte. Und so, dass das eigentlich insgesamt nicht nur der Stein vom Herzen, sondern vielleicht so, wie wenn man sich im Leben ein paar Etappen vornimmt und man hätte die Hauptetappe, die Glockner-Etappe geschafft. Also als Erstes möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen, dass die Frage der 1.000 Schilling, die man sich erspart bei einem EU-Beitritt, lange nach der Volksabstimmung war. Also das kann gar nicht die Volksabstimmung beeinflusst haben, weil es lange nachher war, und ich habe, also es wurde gesagt, für eine vierköpfige Familie erspart sich circa 1.000 Schilling im Jahr. Das haben dann auch mehrere wissenschaftliche Studien ergeben, aber die Österreicher und Österreicher haben das anders gesehen, weil auch wir sind am 1. Jänner 1995 beigetreten und gleichzeitig ist das ein Sparpaket in Kraft getreten. Und die Österreicher zu Recht können nicht unterscheiden, sind die Gebühren jetzt erhöht worden, weil wir der EU beigetreten sind,
ist der Schlagobers, das Mehl, viele Elektrogeräte billiger geworden. Die haben das vermengt und letztendlich haben sie das Gefühl gehabt, das stimmt nicht. Das wird mir bis heute noch übel genommen. Also es gibt immer noch Menschen, wenn ich mit der U-Bahn fahre oder im öffentlichen Bereich bin, die mich ansprechen, relativ aggressiv drauf. Wo ist der Tausender? Letztendlich war es zeitgeschichtlich ein ganz wichtiger Schritt für Österreich, Mitglied dieser Europäischen Union zu werden und hier sich zu positionieren. Das war natürlich ein Teil Zeitgeschichte und da ein kleines Stück dabei zu sein, ist natürlich spannend. Der Beitrittsvertrag besteht aus dem 3 Artikel umfassenden Beitrittsvertrag und dem Hauptvertrag, das ist die Beitrittsakte. Diese Beitrittsakte beinhaltet 177 Artikel, die Anhänge 1 bis 19 und 10 Protokolle. Darin sind die Grundsätze des Beitritts, die durch den Beitritt erforderlich gewordenen Anpassungen des EG-Primärrechts bzw. des EG-Sekundärrechts enthalten, sowie Übergangsmaßnahmen und Bestimmungen über die Durchführung der Beitrittsakte. Die Schlussakte ist nicht Bestandteil weder des Beitrittsvertrages noch der Beitrittsakte. Sie enthält gemeinsame Erklärungen der Vertragsparteien. Der Beitrittsvertrag verfügt über ein österreichisches Spezifikum, das Protokoll 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union. Das ist das sogenannte Austriazismenprotokoll. Hier sind Begriffe aufgelistet, die in Österreich wie auch in Deutschland gleichwertige Verwendung finden müssen, wie etwa Eierschwammerl statt Pfifferlinge, Marillen statt Aprikosen oder Topfen statt Quark. Und kurz danach hat mit der Kommission und allen Ratsmitgliedern quasi und den Beitrittskandidaten ein gemeinsames Redaktionskomitee seine Arbeit aufgenommen. Und damals war ich 4 Wochen im Stück in Brüssel und habe also in einer sehr spannenden Phase das aus österreichischer Sicht dann in die Zielgerade gebracht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann wirklich um die letzten Änderungen gab es noch am Abend, dann am späteren Abend gab es den Flug zurück nach Wien. Ich bin dann zu Hause noch vor meinem Privatcomputer gesessen und habe die letzten Änderungen quasi heruntergetippt bis 4 in der Früh und war dann um 6:30 vor dem Bundeskanzleramt gestellt, wo die Unterlagen inklusive der von mir getippten Seite mit den letzten Änderungen abgeholt wurden, um dann in die große Vervielfältigung zu gehen, weil ich glaube einen Tag später schon das Parlament das haben musste in 400 Exemplaren. Oder noch am selben Tag, jedenfalls war alles sehr, sehr, sehr spannend. Es gab auch ein paar Schmankerl, wie man sagt. Also ich erinnere mich noch an das Protokoll, ich glaube Nummer 11, vielleicht täusche ich mich jetzt, mit den Austriazismen. 10 war das, genau. Ja. Und mit den Austriazismen. Und das war eine lustige Arbeit, weil lustig war sie deshalb, weil es inhaltlich spannend war, herauszufinden, ob jetzt Steinpilze und Herrenpilze das Gleiche sind, nur unterschiedliche Bezeichnungen haben oder unterschiedliche Art von Pilzen etc. Also all diese Diskussionen wurden dann auch geführt und letztlich gab es dann dieses Protokoll Nummer 10, das dann auch zur Beruhigung der Österreicherinnen und Österreicher beigetragen hat. Die Frage ist, wie weit man im Handel mit solchen Produkten im gesamten europäischen Markt diese Begriffe verwenden darf, offiziell verwenden darf, und gleichzeitig auch schützen kann. Mhm. Das ist ja der entscheidende Punkt. Der Tirolspeck ist natürlich etwas, man theoretisch, wenn das nicht geschützt ist, dann kann jeder mit bulgarischen Schweindeln erzeugt in Italien, veredelt oder abgepackt in Portugal, kann jeder sagen, ich verkaufe Tirolspeck. Oder du kannst bestimmte Bezeichnungen gar nicht verwenden, weil sie entweder unüblich sind oder vielleicht auch von anderen so verwendet werden. Also daher die Konfitüre und die Marmelade, das sind nicht jetzt irgendwelche Austriazismen, die uninteressant sind oder die eine liebenswerte Verrücktheit darstellen, sondern da geht es schon darum, dass man auch eine gewisse Markenpflege machen kann. Mit Österreich traten Schweden und Finnland der EU bei. Es handelte sich um die 4. Erweiterung, auch Nord- bzw. EFTA-Erweiterung genannt. Erstmals erfuhr die EU
im Jahr 1972 eine Erweiterung, als Großbritannien, Nordirland und Dänemark der damaligen EG beigetreten sind. Die sogenannte Süderweiterung beschreibt den Beitritt Griechenlands im Jahr 1981 beziehungsweise jenen Spaniens und Portugals im Jahr 1986. Mit dem Beitritt Österreichs, Schwedens und Finnlands stieg die Anzahl der EU-Mitglieder auf 15 Staaten. Die bisher größte Erweiterungsrunde erfolgte im Jahr 2004, als 8 ehemalige Ostblockstaaten Polen, Slowenien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn sowie Estland, Lettland und Litauen gemeinsam mit Malta und Zypern der EU beigetreten sind. Im Vorfeld dieser sogenannten Osterweiterung formulierte man in den Kopenhagener Kriterien aus dem Jahr 1993 die für den Beitritt erforderlichen Kriterien. Darlegung der politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen sowie die Übernahme des gesamten rechtlichen Besitzstandes des Acquis Communautaire. 2007 traten Rumänien und Bulgarien, 2013 Kroatien der Europäischen Union bei.